Und dann lauf. Warte mal, rechts. Ja, Ich stehe da rechts. vor der Mine. Ich bin. Komm gerade noch mal raus. Hier hinten. Einfach runterspringen? Ja, ich bin da aus Versehen runtergefallen. Wo geht der hin? Falsche Mine. Wo ist denn jetzt hier eigentlich? Ach, da oben. Ja, wieder ins Haus. Hier geht ganz wo falsch. Nein, ganz wo falsch hin. Geht ganz woanders hin. Ich habe doch gefragt, ob wir eine große Mine machen sollen und da habt Fahre ihr der ja Bia. gesagt. Und deswegen habe ich mir die Mühe gemacht und habe mich bis da unten hingegraben. Ist auch gut so. Mit Erfolg schon wieder Diamanten. Yay! Ach so, verstehe. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals. So, jetzt ist er weg. Es ist Kermit. Nein, es war seine fiese Schwester. Wie heißt sie denn? Weiß ich Kermine? nicht. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich auch nicht. Wo bist du denn jetzt? Einfach nur dem Gang folgen. Ach da. Pille. Ah? Cobblestone, Treppen. Einfach hinklatschen oder irgend nach dem Stil. Ich sag dir gleich nach welchem. Muster. Ja, Muster, sonst was. Ich habe nur den Satz ergänzt. Jetzt muss ich. Vervollständigt. Naja, ersetzt. Vervollständigt. Lass mich doch auch mal überlegen, ja? Ja, das ist kein Problem. Ups. Das war ich nicht. Fällt auch nicht auf. Nein. Ich mag unser Haus. Kommst du einmal nach ganz unten, dann kann ich dir zeigen, wie ich das meine. Mit diesen komischen schwebenden Kisten. Nee. Es geht Nee, gar nicht das ums meinte ich. Lager. Da Geht werde hier ich mich jetzt um. aber weiterhin drum kümmern. Wieso habe ich denn 55 Eisen in meinem Inventar? Weiß ich nicht. Das war das Falsche. Kacke. Habe ich den Ofen geplündert? Das hat Also. keiner gesehen. Lass jetzt mal runter hier. Nico, könntest du mal bitte hier ins Labor kommen? Da, du hast doch bestimmt so eine Axt, die hier so Rohstoff abbauen kann. Kannst doch die Löcher lassen. Ich fülle die dann mit Kabel aus. Das ist jetzt also sein Ernst, damit ich ihm das zeigen kann, dass ich nach ganz oben latschen muss. Nein, wart's doch. Wart's doch. Ja, hier im Labor haben sich ein paar Probleme dargestellt. Also im neuen Labor sozusagen. Haben wir schon Wandbelag, eine Wandabdeckung für das Labor? Weiß ich nicht. Wie wär's mit Stonebrick? Ja, könnten wir machen. Haben wir gerade noch ein Buch übrig? Ich glaube nicht. Das heißt, ich muss meine Level schon wieder ansammeln. Ja, wo ist das Problem? Dass, wenn ich sterbe, sie alle auf einmal weg sind. Das ist natürlich doof. Klingt logisch. Haben wir denn noch irgendwo Kohle hier? Hier im Lager wird mal eben kurz Stein gebacken. Also Danke. hier außen Cobblestone. Und herzlich willkommen bei den Challenger XD Tagget, Pille, Nico, Warlippe und mir dem Snowmall. Dramatische Pause? Ja. Yes. Nein, ist schon richtig, ist schon richtig. Vorsicht hinter dir, Tobi, hinter dir, Tobi! Oh. Nein, Wow! Creeper. Tobi, dein Arbeitskollege folgt dir mal so unter dem Link. Snowball, ich helf dir mal.
Schön abgelenkt hast du den. Ja, ne? Bin ich richtig stolz drauf. War bestimmt Weibchen und dachte, das könnte hätte bei dir eine Chance und ne? Mann, das ist mies. Ich sehe hier, Tobi aus mit meinem neuen Anzug. Hä? So, wo bist du? Ich bin gerade an meinem Todespunkt, um nochmal zu gucken, ob ich hier irgendwo meine Spitzhacke verloren habe. Hat irgendwer von uns gesagt, wollte ich gerade fragen, ob du die wieder haben möchtest. Cool! Ja, das wäre sehr hilfreich. Oh, ich habe wieder eine Unterwasserhöhle, glaube ich, gefunden. Also ich weiß nicht, ob es eine Unterwasserhöhle ist. Aber es sieht so aus, als wäre es eine Unterwasserhöhle. Wenn es von mir gerade ist, dann ist es keine Unterwasserhöhle. Ey. Liebe Zuschauer, was meint ihr? Ist das eine Unterwasserhöhle oder ein Creeperloch? Bitte schreibt's mir in die Kommentare. Schreibt's mir in die Kommentare! Nein, war nicht ganz richtig, aber ihr wisst schon, was ich mache. Genau. Nico? Du kannst schon mal Cobblestone trappen und Sandstone trappen. Trappen? Halt die Schnauze. That was very British. Of course. A very British accent. Player was kicked because of his accent. Könnte ich machen. His accent? Ja, Exist oder? Nein. Scheiße, was ist denn jetzt das deutsche Wort dafür? Akzent. Ja, so. Also es hat bei mir gerade viel gebracht zu zaubern. Also wo ich Level 7 war, hatte ich die Rubin-Spitzhacke auf Effizienz 1, Haltbarkeit 1. Kaum war ich Level 8 und habe die Green-Saphir-Pickaxe gemacht, habe ich alles doppelt. Also Haltbarkeit 2 und Effizienz 2. Ja. Okay, verstehe. Liebe wahre Lippe. Yes? Wo bist du gerade? Bist du draußen? Nee, no. Bagger. Yes. Oh, schick, Schnieke, gefällt mir. I like it. Yeah. Oh. Das war hier euch ein bisschen falsch. So. wollen wir eventuell auf der anderen Seite von diesem Zauberraum unser Labor hinklatschen? Können wir machen. Dann können wir auch das Portal so langsam mal bauen. Aber dann bräuchte ich immer noch meine Axt. Meine Spitzhacke, sonst Guck mal in den Kisten irgendwie. Wird das nix. Naja, ich hab's ja wieder. Rat hat meine Maus gehangen und ich dreh mich um und klopp direkt auf Lapis Lazuli. Fuck, jetzt habe ich noch nicht mal den Ohrwurm mehr im Kopf. Ich hab's dick, ich hab's dick. Wer möchte ein Steak haben? Ich. What? Nein! Wo bist du? In der Höhle. Kacke! Wo bist du? Unten in der Mine. Oh, hier ist was Grünes. Ist mir das Grüne schon? Wie kommt man denn in die Mine? Komm ein Zaubertisch, Da, Cobblestone. Und innen drin. Und hier Sandstone. Den Rest lässt du frei, dann machst du einfach Sandstone-Blöcke. Also hier in der Mitte Sandstone-Blöcke. Tobi? Nope. Hier Sandstone. Blöcke. Und hier Blöcke. Snowball? Hier so. Snowball. Sandstein immer noch. Wenn du ein Stack Stein brennen möchtest, brauchst du nur 8 Stück Kohle. Das passt okay. Dann genau. Ich hab da jetzt die 2 überflüssigen rausgenommen. Weil nicht, dass wir dann so unnötig Kohle verheizen. Hier dann einfach Sandstein rein. Okay. Holz haben wir. Sehr schön zu sehen, wie wahre Lippe anordnet. Alles voll hier. Gut. Finde ich gut. Das hat mein Applaus verdient. Ja, ich mach's so, damit kein Krimskrams-Kiste entsteht. Ich kenne euch ja. Sobald ihr irgendwo eine leere Kiste zu finden erhofft, wird einfach alles reingeschmissen. Ach, das sortiert schon wer.
macht schon mehr. Richtig. Aber mit den Pipes, ne? Pipes. Weißt du Bescheid, ne? Aber die haben wir noch nicht. Weißt du Bescheid, ne? Die können wir aber auch so langsam craften, weil das ist ja nur Glas und das war's auch schon. Wo ist denn hier Professor Oberschlau, der dann hier mal so ein paar Pipes craften kann? Ja, ich bin da gerade zu ein bisschen Design. Snowball, du kannst ja hier die Treppen machen, dann kann ich ja Pipes machen. Oder ich mach dann, dann auch noch Pipes. Ja, so sieht das besser aus. Wie baut man denn eigentlich diese Schilder? Dann könnte ich die doch eigentlich mal bauen, oder? Sticks, 8 Sticks und 1 Leder. Okay. Die Sticks ehrlich, halt, haben sie das auch geändert? Rundrum und 1 Leder in die Mitte. Ach so, die Bilder. Richtig rohstofffressend. Also was es angeht, du kriegst dafür nur ein so Dingens. Ich finde es ja schon genial, dass sie, also nicht genial, aber ich finde es schön, dass sie es bei den Schildern jetzt so gemacht haben, dass man wenigstens mehrere Schilder bekommt. Ja. Achtung, Flo, da, wahre Lippe, da draußen sind Spinnen und... Und... Oh, es krabbelt überall und es... Oh, es juckt bei mir und... es tritt einfach nur ein Ekel auf. Boah, ist das widerlich, diese Spinnen auf dem Dach zu hören. Hör auf! Und das war ein Creeper! Oh. Boah, wie ich diese Skelette hasse, ne? Wieso haben wir ein Skelett? Achso, ich dachte schon. Dir ist bewusst, dass wir eigentlich genug Eisen haben, damit jeder eine volle Rüstung hat, so wie wir hier unten in der Mine. Eventuell. Über dir ist eine Spinne, Tobi. Ah! Erstmal muss ich... Oh, es tut mir leid. So leicht kriegt man den Tunnelblick. Oh, ich hab nur ein Herz. Ich geh mal rein. Jo, mach das. Lass mich hier ruhig allein sterben. Warum ist denn hier eigentlich Glas? Ich bräuchte mal einen Stein, da kann ich noch ein bisschen. Muss ich jetzt nicht drüber laufen. Macht's doch einfach wieder Tag. Dann sind wir alle wieder glücklich. Ja. Ein bisschen Voodoo-Zauber. Ich könnte ja zaubern, aber dann werde ich, glaube ich, gekickt. Na, vielleicht sogar gebannt. Er legt zu Scherzen auf. Dauert eine Minute, da ist das wieder weg. Mhm. Noch nicht mal eine Minute. Trotzdem, wir spielen das und nicht wir machen Creative. Creative ist ja was ganz anderes. Nee, das ist dasselbe. Kannst du im Creative sterben, weil irgendwelche Monster spawnen? Nein, es ging ja nicht um Monster und so, sondern um Wetter. Um Wetter? Ja, um Tageszeit, Entschuldigung. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Kannst du einen Tag-Nacht-Sensor bauen und den Glowstone dann mal holen? Später. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen... Später brauchst du keine Glowstone-Lampen mehr. Wieso? Weil es dann andere Lampen gibt. Stimmt, diese richtig coolen Lampen. Die sind wirklich cool. Gut, dass ich weiß, wovon ihr redet. Wirst du dann sehen. Achtung, da wird irgendwer von einem Skelett beschossen. Ja, ich hab's aber gerade nicht richtig getroffen. Er kommt aus der Tür raus. Wow. Das Skelett hatte mich im Tier. Dreht sich zu Tobi, schießt, er ist tot. Ihr solltet euch mal dringend um Bücherregale kümmern, weil ich bin hier schon wieder Level 23 fast. Ja, ich wollte eigentlich Kühe machen. Wir brauchen einfach nur Leder. Ja, ich habe jetzt Kühlschlacht, denn 3 Todespunkte. Respekt, oder? Das aber am besten mit einem Holzschwert, weil dann kriegst du mehr. Aha. Das ist genauso wie bei Slimes. Das würde mich irgendwie wundern. Mich auch.
Oh, das ist ja voll mies jetzt hier. Aber wann nutzen wir schon mal ein Holzschwert? Deswegen kannst du das da doch machen. Wahre Lippe versus Spider. Keine Chance, keine Chance. Ah, nee, da gehe ich nicht hin. Zwei Creeper und ein Skelett sind mir dann doch zu doof. Ich bleib bei dir. Los, drop mir eine Kartoffel oder so. Eine Kartoffel. Ja. Die kriegst du nur von den Mobs. Genauso wie Karotten. Oder einfach ein NPC dort. Was denn? Drück mal F5 und guck mal dezent, wo der Pfeil steckt. Das könnte schmerzhaft werden. In den Eiern. Ganz knapp daneben. Weichteile. Haarscharf verfehlt. Ey, das mit den Kühen, ne? Das ist echt anstrengend. Wir haben richtig viel Gunpowder. Warum werden die Dinger eigentlich nicht schnell genug groß? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht, wenn man sie öfters füttert, werden sie schneller groß, aber... Wie füttert man die Dinger? Mit Weizen? Ah, stimmt, das könnte... Feeding Station? Ist mir auch gerade so durch den Kopf gewandert. Mir ist es gerade so durch den Schädel geschossen. Aua. Machen wir jetzt aber erstmal eine Rüstung. Oh, da oben will schon wieder irgendwer rein. Oh, geh doch mal rein. Dann haben wir es wohl schon ganz schön spät. Holy shit, 3 Creeper! Hilfe! Ja. Und ich kann nicht rennen. Stirb. Oh, sie sind weg. Da rastet aber einer richtig aus. So, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht mir weg. Track Remover. Wahre Lippe, bist du taub oder? Da will ich oder blind? Rein. Ja, ich weiß. So. Gib ihm. Jetzt geht auf die Fresse hinter dir. Boah. Ich war hungrig. Hey. Ja, du hungerst ja nur runter. Rechter Ofen. Rotfleisch. Rechter Ofen. Rechter Ofen. Rechter Ofen sind 7 Steaks drin. So. Extra Schlachten. Oh, es wird langsam Tag. Herrlich. Oh, und da, Spinne. Und da wird gleich ein Skelett burnen und das werde ich mir dann. Burn. The ring of fire. Ja, und jetzt zum dritten Mal mit dem gleichen Satz anfangen. Und das werde ich mir dann gleich schnappen. Heizen! The ring of fire. Und dann werde ich das Knochenmehl einfach mal auf unser Feld dingsen. So, jetzt brennt's. Nein, nein, nein. Geh einfach sterben. So. Bist du Zauber da? Ich kann machen, dass warme Luft riecht, aber ich nicht machen kann, dass Weizen schneller da ist. Ich aber. Das sind grüne Daumen. Ach ja, jetzt habe ich auch noch den grünen Daumen. Hey, den soll ich auch haben. Du hast 2 linke. What the fuck? Ach ja, jetzt habe ich auf einmal 2. What the fuck? Yep. Cool. Gefällt mir. Oh. Nicht aus dem Haupteingang rauskommen. Today. Spitzhacke, schnell. Yeah, yeah, ich habe meine Sachen gesaved. Ich brauche einen Creeper. Alter, bin ich froh, dass ich davor meine Sachen verzaubert habe. Wieso? Ja, weil ich sonst sofort tot gewesen wäre. Komm mit, Philipp, ich hab noch Schwert. Ah, ja, du bist doch... Creeper! Du bist doch Burn to Death, oder nicht? Richtig, Burn to Death, nicht Try to Swim in Lava. Ah, ja, ja, das ist natürlich ein, Boah! Dingsiger Unterschied. Großer? Nein, aggravierender. Aber damit sind meine 30 Level auch weg. Nein! Aber ich glaube, die Diamanten haben sowieso Vorrang. Level ist nicht schlimm, ja, du hast die ganze Zeit gelevelt ab. Ich bin Level 6. Level 1. Ja, mich genug kühl. Vorsicht, hier ist Lava.
Ihr guckt alle gerettet. Sogar noch Level Up. So, und ich würde sagen, jetzt bleiben wir stehen nach dem tragischen Unfall bei schon wieder ist der Pato. Ich will mich ja wenigstens einbauen. Ich habe eine Spitzhacke mit der Effizienz. Ich spring da so rein. Und dann bin ich bis dahin geschwommen und hab das geschafft. Ich würde sagen, wir sehen uns wie immer im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss. Bis denn. Tschüss. Ciao.